Konan, Itachi, Kisame, Sasori, Deidara, Kakuzu, Hida, Orochimaru, Inzetsu. Heute ein Video, worauf ich selber mega gehypt bin, und zwar, wie besiegt man jedes Akatsuki-Member? Ich dachte mir so, wäre doch eigentlich voll geil zu wissen, was der leichteste Weg wäre, jedes Akatsuki-Member zu besiegen. Mein Was-wäre-wenn-Format hat mich irgendwie dazu inspiriert, denn ich habe mir einfach so vorgestellt, yo, was wäre eigentlich, wenn ich ein Naruto-Charakter wäre und jetzt die super-duper-mega-hyperschwere SSS-Rang-Mission bekomme, vernichte Akatsuki. Klar, es ist leichter gesagt als getan, aber ich habe es versucht und jetzt starten wir rein, Freunde. Yo Bros, Melios wieder am Start. Da es ja nicht mehr spannend ist, wenn ich mega stark wäre, bin ich einfach mal ein überdurchschnittlicher guter Jonin ohne Kekkei Genkai. So eine Art Konohamaru aus Boruto. Dann macht das Ganze ja noch mehr Spaß. Der Vorteil für mich, ich kenne jede einzelne Schwäche der Akatsuki-Mitglieder und werde mir daher jedes Mal einen speziellen Plan ausdenken. Fangen wir mit dem schwächsten bzw. am easiest zu tötenden Akatsuki-Member an. Der da wäre Hidan. Warum er für mich mittlerweile der Schwächste ist, spielt in diesem Video keine Rolle. Könnte eventuell ein neues Akatsuki-Power-Level dazu machen, wo ich erkläre, warum ich das mittlerweile so sehe. Zunächst einmal würde ich alle Akatsuki-Member alleine aufsuchen. Niemals in Zweier-Teams, weil sie mir dann doch zu gefährlich werden würden. Und ja, es gibt immer Tage bzw. Zeiten, wo Akatsuki-Mitglieder mal alleine unterwegs sind. So würde ich also Hidan aufsuchen. Seine größte Stärke ist seine Unsterblichkeit, solange er seinem Gott Yashin Opfer bringt. Sollte er aber das nicht mehr tun können, wäre er nicht mehr unsterblich und könnte somit entführt werden, aka getötet werden. Der gefährlichste Moment ist, wenn er an dein Blut kommt, um somit sein Ritual auszuführen. Aber auch wenn er dieses Blut bekommt, muss er erstmal dieses Blut ablecken, einen Ritualkreis aufmalen, sich verwandeln und dann auch selbst verletzen. Das alles benötigt Zeit. Aber was, wenn ich ihm diese Zeit nicht gebe? Zunächst würde ich dafür sorgen, dass genug Abstand zwischen uns liegt. Würde also mit vielen Kunais arbeiten, die ich in regelmäßigen Abständen in Richtung seiner Augen werfe. Sind diese nämlich zerstört, ist sie dann einfach nur ein Stück unsterbliches Fleisch, was blind durch die Gegend läuft. Zunächst würde ich auch überall Fallen platzieren, mit dünnen Drähten, um ihn zu schneiden. Denn er kann nur Nahkampfangriffe ausführen und muss unweigerlich an mich rankommen wollen. Wie wir bei Shikamaru sehen konnten, war das Zerstückeln von Hidan die beste Option. Sogar Asuma hat es geschafft, ihm den Kopf abzutrennen und Hidan war ab dem Moment komplett hilflos. Wenn dann nicht Kakuzu gewesen wäre, der ihn den Kopf wieder angenäht hatte. Außerdem sagt Hidan im Manga selbst, mein Attack Speed ist die langsamste und mein Aim die schlechteste unter den Akatsuki-Leuten. Daher werde ich dich wahrscheinlich eh nicht treffen können. Das sagt er zum zweischwänzigen Jinchuriki Yugito. Hidan ist also in einem 1 gegen 1 komplett lost, wenn er keine Hilfe von Kakuzu hat. Asuma hätte also vollkommen für ihn ausgereicht und da ich auf Jonin Konohamaru Level bin, könnte ich Hidan easy vernichten. Später würde ich mich dann direkt um seinen Partner Kakuzu kümmern, der auf einem komplett anderen Level ist. Er ist wohl einer der stärkeren Akatsuki-Mitglieder, aber wo Hidan ist, ist Kakuzu nicht weit und so erspare ich mir die lange Suche. Kakuzu kämpfte schon gegen den ersten Hokage Hashirama Senju, der sein Herz haben wollte. Klingt irgendwie mega romantisch, wenn man nicht wüsste, dass das wortwörtlich gemeint ist und er dessen Herz seiner Sammlung hinzufügen wollte. Denn Kakuzu hat 5 Herzen, das heißt, du musst ihn im Worst-Case-Szenario 5-mal umbringen. Dabei hat jedes seiner Herzen eine andere Chakra-Natur und so kann er alle 5 Naturen nutzen, also Feuer, Wasser, Wind, Blitz und Erde. Dazu kommt seine immense Erfahrung, da er schon seit der Zeit des ersten Hokages lebt. Ich sag mal ehrlich, für mich alleine wäre es wahrscheinlich viel zu schwer, ihn zu zerstören. Ich bin jetzt auch nicht sehr schwach, aber bräuchte wahrscheinlich noch 2-3 Verbündete, um alle seine Chakra-Naturen auszugleichen. Meine Anlaufstelle wäre natürlich Konoha. Ich würde direkt mal Kakashi und Gai für diese Mission anfragen. Seien wir ehrlich, Gai 7 Tore regelt auch alleine, aber wir wollen das ja easy und clean durchziehen. Kakashi würde mich mit dem Kamui vor tödlichen Angriffen beschützen und könnte Blitz, Wasser und Erdversteck von Kakuzu ausgleichen. Ich würde dann Wind und Feuer ausgleichen und Gai ihn mit 6 Toren ordentlich in die Mangel nehmen. Wir drei würden Low Diff Kakuzu besiegen, da er absolut keine Möglichkeit hat, uns zu kontern oder uns zu überraschen, zumal ich ja alle seine Geheimnisse kenne. Am Ende bedanke ich mich bei den beiden und teile das Kopfgeld von Kakuzu auf uns drei auf. Ironie des Schicksals, nicht wahr, Kakuzu? Als nächstes würde ich mir Deidara schnappen. Er ist Nutzer des Erdverstecks und kann explosiven Lehm im Kampf nutzen, welchen er mit seinen Händen in den Handinnenflächen beliebig formen kann. Sein großer Nachteil ist das Blitzversteck. Er wird immer versuchen, auf Distanz mit dir zu bleiben
und eines seiner Augen ist auf visuelle Geniuses spezialisiert. Hat ihn anscheinend ziemlich gekränkt, der Kampf mit Itachi, sodass er ihn damit kontern wollte. Wie Sasuke schon gesagt hat, mit Raiton kann man seine Bomben neutralisieren und somit wirkungslos machen. Das heißt, ich schnappe mir hier wieder Kakashi für die Raiton-Attacken und der Playmaker wird heute mal Temari sein. Yes, Temari. Ihr werdet gleich verstehen, wieso. Ich beabsichtige hier Deidara easy und schnell auszuschalten. Ich werde also mit Kakashi sofort auf Deidara draufgehen. Deidara wird natürlich versuchen, sofort eine Distanz aufzubauen. Eventuell auf einen seiner Drachen oder Vögel steigen und uns permanent mit Flugbomben angreifen. Alle Bomben, die uns zu nahe kommen, wird Kakashi mit seinen Reiton-Fähigkeiten unschädlich machen. Ich gehe weiter drauf und versuche Deidara voll auf mich zu fokussieren, bis er entschließt, mich anzugreifen. Temari habe ich natürlich schon den Plan erklärt und gesagt, dass sie Kamatari nutzen soll, ihren vertrauten Geist, der ohne Probleme einen ganzen Wald zersäbelt. Ich habe ihr gesagt, dass ich nur ein Schattendoppelgänger bin und sie Kamatari durch mich hindurch nutzen soll, um Deidara damit zu zersäbeln. Dabei ist es völlig unwichtig, ob er damit direkt drauf geht. Sie soll mit Kamatari einfach nur seine Hände absäbeln, sodass er keine neuen Figuren erschaffen kann. Ohne dieses ist Deidara nämlich komplett verloren und der Kampf wäre sofort entschieden. Er würde es auch nicht mehr schaffen, sich in die Luft zu jagen mit seinem C0, weil er dafür seine Hände benötigt. Sorry, Deidara. Next ist Sasori. Der Boy wird um einiges schwerer zu handeln sein. Zunächst muss seine Skorpionpuppe zerstört werden, die ich natürlich sofort mit einem Rasengan gesprengt habe. Aber jetzt beginnt der wahre Kampf. In diesem Kampf sind einige Dinge zu beachten. Ich brauche jemanden mit guten Heilungskräften, dass Sasori mit Giften kämpft. Dann sind seine unzähligen Puppen auch sehr gefährlich und die schlimmste ist dann natürlich seine stärkste Puppe, die vom dritten Kazekage mit dem Eisensand. Sasoris Hauptschwäche war, dass er seine Gegner nicht aus nächster Nähe bekämpfen konnte. Sasori ist am besten darin, seine Ziele auf große Entfernung zu bekämpfen, er ist aber im Nahkampf wirklich extrem schlecht. Da sein Herz im Körper seiner Puppe gelegt wurde, ist es wehrlos, wenn jemand versucht, auf seine Brust zu ziehen. Sasoris Puppen können leicht mit roher Gewalt zerstört und völlig unbrauchbar gemacht werden. Die einzige Hilfe, die ich hier also maximal bräuchte, wäre Tsunade, da sie damals viel besser war als Sakura in Sachen Heilungskräfte und so weiter. Tsunade hätte so einige Gegengifte parat und würde mich mit ihren Schnecken unterstützen. Und for real, würde Tsunade ernst machen, würde sie Sasori mega easy besiegen. Ich will ihn aber besiegen und würde einfach frontal draufgehen. Ich würde sofort eine riesen Rasengan rausballern und mit Highspeed auf ihn zustürmen. Kein Eisensand oder Gift kommt dagegen an. Sollte er mich seitlich versuchen zu attackieren, würde Tsunade carryen bzw. mich heilen. Eine Puppe nach der anderen würde zerbersten, bis ich Sasori mit meinem Riesenrasengan erwische und zu Staub verwandle. Sasori ist eigentlich ein sehr gefährlicher Gegner, aber wenn man weiß, wo seine Schwächen sind, dann geht's easy. Und by the way, wie gefällt euch Akatsuki-Leuten eigentlich, wenn man mit zwei oder mehr Leuten auf euch mal drauf geht? Schon unfair, oder? Wie dem auch sei, ab jetzt mache ich erstmal eine Pause und übe mich in der Kunst des Eremitenmodus. Ich erlerne die Krötenversion. Der Eremitenmodus wird für einige Gegner sehr wichtig werden. Jetzt machen wir uns auf die Jagd und suchen uns die Big Shots. Wir beginnen mit Kisame. Über Kisame wissen wir, dass sein Chakra-Vorrat das eines Bijus gleicht. Man darf nämlich Samehada nicht vergessen, was ihm immer wieder neues Chakra weiterleiten kann. Dazu kommt noch, dass Ninjutsus bei ihm eigentlich komplett nutzlos sind, da er diese aufsaugen kann und seine Angriffe dadurch noch stärker werden. Das bedeutet, Taijutsu und Genjutsu sind bei ihm ziemlich wirkungsvoll. Was man auch nicht vergessen darf ist, dass der Eremitenmodus bei ihm auch sehr effektiv ist, wie Wasserattacken bei Glurak. Sorry, ich weiß, der war nicht gut, aber ich wollte es auch einfach einmal im Leben machen. Wie dem auch sei, meine Chancen ganz alleine gegen Kisame sehe ich nicht allzu rosig. Ich darf nämlich keine Ninjutsu-Angriffe ausführen und meine Genjutsu sind nichts Besonderes. Das heißt, mir bleibt nur mein Taijutsu, was ziemlich stark ist, da ich mittlerweile den Eremitenmodus drauf habe. So Freunde, aber wenn ich ja den Eremitenmodus gelernt habe, dann kann ich ja nicht ganz alleine sein. Ich habe nämlich noch Krötenfreunde, die mir aus der Patsche helfen. Ich würde natürlich Ma und Pa auf meine Schultern beschwören, plus den Rest der Bande. Damit habe ich Kisame safe in der Tasche. All die großen Kröten wie Gamabunta und so weiter würden Kisame nur mit Taijutsu attackieren und ich natürlich auch mit dem Eremitenmodus. Das würde Kisame nicht lange aushalten. Somit würde er versuchen, den Kampf schnell zu beenden, doch Ma und Pa würden dann Sound-Genjutsu anwenden, die sogar bei Pain funktioniert haben. Kisames letzter Ausweg wäre die Fusion mit Samehada. Und genau da wollte ich ihn haben. Denn jetzt würde er mich in seine Wassersphäre sperren und mein Chakra aufsaugen. Doch ich lasse natürlich mein Naturchakra frei, was ihn zu Stein werden lässt, da er es nicht kontrollieren kann. Für den Fall, dass er es früh genug bemerkt und diese Chakra-Absorption abbricht, würden Ma und Pa Öl ins Wasser schießen, was es ihm unmöglich macht, in dieser Blase zu atmen.
Zusätzlich wäre in dieser Blase vollkommen angreifbar von außen, wo sich Ma und Paya befinden, weil ich sie vorher rausgeschickt habe. Somit würden die Sound Genjutsus jetzt safe treffen. Kisame hat also keine Chance gegen diese Combo und würde verlieren. Oh, jetzt kommt wohl der schlimmste Gegner. Itachi Uchiha. Hier gibt es keine leichte Möglichkeit, ihn zu besiegen. Denn auch wenn ich seine Schwächen kenne, wird es ein zäher Kampf. Ich werde es trotzdem kurz machen, damit sich dieses Video nicht so krass in die Länge zieht, wie Ruffys Pipi-Mann. Ups, schon wieder so ein sinnloser Vergleich. Ich mache gerade einfach nur Witze, weil ich Todesangst vor Itachi habe und irgendwie muss ich diese Furcht doch kompensieren. Okay, los geht's. Omateros. Ey, warte doch mal, Mann, ich habe noch gar nicht angefangen, meine Handzeichen zu machen und außerdem muss ich den Leuten noch gerade erklären, was meine Strategie ist. Mann, ey. Yurusei, Sasuke. Also, erstens bin ich nicht Sasuke, okay? Und zweitens, bitte halt mal jetzt dein Maul, ich will doch gerade erklären, wie ich dich umbringen kann. Sorry, Leute, jetzt aber wirklich. Also, bitte wieder die Itachi-Hintergrundmusik an, damit es mystischer wirkt. So, zunächst muss einmal gesagt werden, dass nur ein Mangekyo Sharingan-Nutzer ebenbürtig mit diesem Typen kämpfen kann, wenn es um Sachen Genjutsus geht. Also da bin ich mal sowas von gepflegt raus. Niemals riskiere ich einen Tsukuyomi-Angriff. Das heißt, ich muss Geist-Style blind gegen Itachi kämpfen. Und ja, dreimal dürft ihr raten, welche Fähigkeit mir dabei am meisten hilft. Ding, 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 der Eremiten-Modus. Ich sag's euch Leute, dieser Modus ist einer der meist unterschätzten Fähigkeiten. Nicht umsonst ist Jiraiya so legendär gewesen, obwohl er diese Fähigkeit nur teilweise beherrschte. Mit dieser Fähigkeit kann man einfach mit geschlossenen Augen gegen seine Gegner kämpfen und das würde einfach nur perfekt gegen Itachi funktionieren. Ich gebe euch mal ein kurzes Beispiel. Als Madara das Eremiten-Chakra von Hashirama aufgesaugt hat, konnte er ohne weiteres blind gegen Sasuke kämpfen, der ein mega Taijutsu-Fighter ist. Weiter konnte Madara mit diesem Modus dem Hirai Shingeri von Tobirama ausweichen, was eine Teleportationsfähigkeit ist, die urplötzlich aus dem Nichts kommt. In Infights ist der Eremiten-Modus eines der besten Fähigkeiten, weil du spüren kannst, von wo die Angriffe kommen. Somit könnte ich auch dem Amaterasu ausweichen, denn sogar der vierte Raikage konnte das. Und Naruto, der gegen dessen Vater, dem dritten Raikage im Edo Tensei kämpfte, konnte mit dem Eremiten-Modus sogar dessen blitzschnellen Angriff ausweichen und auf ihn ablenken. Itachis größte Schwäche ist nun mal seine Krankheit. Meine größte Chance hätte ich also, diese Krankheit von ihm auszunutzen und auf Zeit zu spielen. Ich weiß zudem, dass er seine Angriffe nicht spammen wird, genau wegen dieser Krankheit. Ich muss also nur eine gewisse Zeit überstehen, bis sein Chakra aufgebraucht ist und er in seiner Krankheit stirbt. Aber so crazy wie ich bin, würde ich natürlich auch nicht einfach abwarten und ausweichen, sondern volle Kanne draufgehen. Klar, es ist riskant, aber ich will den Prozess seiner Krankheit beschleunigen, so muss ich also irgendwie triggern, dass er seinen Susanoo aktiviert. Schon alleine die Aktivierung würde ihm den Tod näher bringen. Außerdem hält mein Eremitenmodus ja auch nicht ewig. Das bedeutet, ich beschwöre Ma und Pa und alle anderen Kröten. Auch wenn die großen Kröten sofort weggeamaterasut werden, habe ich mein Ziel erreicht. Er verbraucht sein Chakra. Ma und Pa würden auch alles geben, was sie haben. Und ich würde mit einem riesen Rasengan voll Karacho draufgehen und triggern, dass er sein Susanoo zum Schutz aktiviert. Natürlich hat er noch sein Totsuka-Schwert und sein Yata-Spiegel. Seinem Totsuka-Schwert kann ich aber easy mit dem Eremiten-Modus ausweichen. Des Weiteren habe ich natürlich bedacht, dass er mit seinen Krähen verschwindet. Aber mein Eremiten-Modus würde das sofort bemerken, würde also immer den richtigen finden. Im Kampf Kabuto gegen Sasuke und Itachi hat man auch gesehen, wie mächtig dieser Modus ist, wenn man ihn richtig benutzt. Itachi war zum Glück in diesem Kampf gegen Kabuto im Edo Tensei. Und ich bin ehrlich, wäre er heute jetzt gegen mich im Kampf auch im Edo Tensei, ich hätte wahrscheinlich absolut keine Chance ihn zu besiegen. Mein Vorteil ist zwar, dass ich alles über ihn weiß und dass er nicht weiß, dass ich alles über ihn weiß, aber dennoch. Er würde mich hardcore beflecken. Ich könnte wahrscheinlich nur gewinnen, wenn ich mir eine Crew aus Konoha-Ninjas zusammenstelle und ihn dann in meine Falle laufen lasse. Aber wüsste ich nicht, was er drauf hat, Bro, Game over for life. Dann gehen wir mal und schnappen uns die gute Konan. Wenn die Alte genug Zeit bekommt, einen Plan auszutüfteln, dann wissen wir spätestens nach dem Kampf gegen Tobi, wie stark sie sein kann. Aber hey, ich bin neu im Game und deshalb mache ich es kurz und schmerzlos. Sie kann also nichts über mich wissen. Ich beschwöre Ma und Pa und spritze sie voll mit Öl. Nein, wir schweifen jetzt nicht ab. Wir bleiben jetzt hier beim Thema. Jiraiya zeigte nämlich im Kampf gegen Konan, dass Öl ihre Schwäche ist und sie konnte danach einfach nichts mehr machen. Denn durch das Öl kann sie sich halt nicht mehr aufteilen und ich würde dann sofort weiter attackieren und den Kampf beenden. Kommen wir aber jetzt zu ihrem Freund und Beschützer,
Pain bzw. Nagato. Jeder der Pains hat eine gravierende Schwäche und dank meines Eremitenmodus bin ich imstande, jeden von ihnen auseinanderzunehmen, bis zum Schluss der Tendo Pain übrig bleibt. Zuallererst würde ich Naruto-Style einen der Pain-Pfade blitzen, aber welchen? Ganz easy, ich wähle den Naraka-Pfad, denn er kann die anderen wiederbeleben und das wäre richtig kacke für mich. Dann würde ich mich mit meinen Kröten sofort auf den Tierpfad stürzen, weil er einer der nervigsten ist. Natürlich erzähle ich euch das jetzt alles ziemlich schnell, aber es würde halt einige Zeit dauern, bis ich das alles hinkriege. Es geht mehr um die Strategie dahinter. Der nächste Pain, den ich besiegen wollen würde, wäre der Preta-Pfad, weil der halt Ninjutsus aufsaugen kann. Ich würde hier also meine Eremitenkampfkunst einsetzen oder Naturchakra in einem Ninjutsu tarnen, das er aufsaugt und ihn so zu Stein werden lassen. Der Menschenpfad ist ein Witz, weil er deine Seele rausziehen kann bei Berührung. Da ich aber noch im Eremitenmodus bin, würde ich ihm 2-3 verpassen, bevor er auch nur einen Finger auf mich setzen kann. Den Ashura-Pfad nehme ich auch nicht so ernst, weil der mit seinen Hightech-Waffen keine besondere Gefahr für mich darstellt. Ich meine, ich kann allen easy ausweichen und ihn dann kaputt schlagen. Und jetzt kommen wir auch zum Deva-Pfad bzw. Tendo Pain. Der mit dem Shinra Tensei und Banshu Tain-Fähigkeiten. Sein Nachteil ist das Intervall von Minimum 5 Sekunden. Je stärker die Abstoßung macht, desto länger hält das Intervall. Ich muss ihn also irgendwie innerhalb dieser 5 Sekunden besiegen können. Und das wird man im Eremitenmodus safe schaffen. Die Frage ist nur, schaffe ich es, den Eremitenmodus so lange zu halten? Natürlich nicht, ich würde genau dieselbe Technik wie Naruto verwenden und mir 1-2 Schattendoppelgänge aufsparen. Was mich natürlich mega belasten würde, weil ich jetzt nicht so viel Chakra habe wie Naruto, aber irgendwie würde ich das schaffen und mich genau darauf spezialisieren bzw. genau daraufhin trainieren. Außerdem würde ich mich noch mit mega vielen Chakrapillen eindecken. So, schlussendlich muss ich Nagato finden, was eigentlich gar kein Problem wäre. Ich würde einfach dieselbe Methode wie Naruto benutzen und mir einen Chakrastab in den Arm stechen. Kommen wir zu Tobi bzw. Obito, wie man es halt nimmt. Ich könnte mir halt jetzt einen mega Plan ausdenken, so wie es Conan getan hat, aber mein Motto jetzt ist Work smarter, not harder. Deswegen gehe ich wie ein Räudiger wieder nach Konoha und bettel Kakashi an mir zu helfen. Er lehnt aber ab, weil er sein Buch lesen will. Gut, du willst es nicht anders. Kakashi, was wenn ich dir sage, dass Obito lebt? Würdest du mich dann unterstützen? Kakashi wird auf einmal mega sauer und versteht ja keinen Spaß. Er erklärt mir alles und zeigt mir das Grab. Ich sag ihm, dass ich von allem Bescheid weiß, weil ich aus einer anderen Welt bin. Kakashi, hast du jemals Obitos Leiche gesehen? Bist du niemals darauf gekommen, dass er womöglich überlebt hat, weil ihn niemand gerettet hat? Ich erkläre ihm alles und er stimmt mir letztendlich zu, mir zu helfen. Dann erkläre ich ihm den Plan. Das Wichtigste, was ich über ihn weiß, dass er sich mit dem Kamui durchlässig machen kann, dass sein Körper teilweise aus Senju und Zetsu-Zellen besteht und dass er ein Backup-Sharingan hat für alle Notfälle, um das Izanagi einzusetzen. Das Izanagi hat aber ein Aktivierungsintervall. Wenn ich es also schaffe, ihn schnell zu töten, ohne dass er es vorher checkt, um sein Izanagi zu aktivieren, ist das mein Sieg. Sollte aber genug Zeit haben nachzudenken, wie bei Conan und sich denken, oh Mist, wenn ich das jetzt nicht aktiviere, bin ich gleich tot. Ja, dann müsste ich Obito 2-mal umbringen. Obito weiß nicht, dass ich alles über seinen Kamui weiß. Meine Strategie ist, wie im Anime einen Doppelgänger von mir aufsaugen zu lassen und dann in der anderen Dimension auf ihn zu warten. Und das wäre dann auch schon mein Sieg. Denn nun muss ich ihn mit Kakashi nur attackieren, um ihn dazu zu bringen, seinen Körper in die andere Dimension zu teleportieren, was jedes Mal passiert, sobald er sich durchlässig macht. Mein Doppelgänger hat aber in der anderen Dimension keine Däumchen gedreht, sondern ein ziemlich mächtiges Uzumaki-Siegel platziert, das ihn sofort einfängt, sollte er rüberkommen. Okay, diesmal hat er aber wirklich Zeit genug nachzudenken und würde sich wahrscheinlich mit seinem Izanagi daraus befreien. Aber ich bin ja nicht dumm und habe natürlich mehrere solcher Siegel platziert und so würde er direkt wieder ins nächste Siegel kommen. Das heißt, easy going. Kakashi und ich würden meinem Klon im Nachhinein folgen und ich würde Kakashi zeigen, dass unter der Maske Obito steckt. Kakashi fängt dann auf einmal an zu weinen und beide fangen an rumzumachen. Okay, das würde vielleicht nicht passieren, aber ich habe einfach mal für einen Augenblick meiner Fantasie freien Lauf gelassen. Tut mir leid. Und zuletzt nehmen wir es mit dem einsamen Wolf Orochimaru auf. Er ist wahrscheinlich der Gegner, der am schwersten tot zu kriegen ist. Ich rede nicht davon, dass er so übermächtig ist. Der Grund sind seine unzähligen Fluchmale inklusive Klone von sich. Ihn zu besiegen ist keine Kunst. Wie wir gesehen haben, helfen Genjutsu oder Siegeltechniken am besten bei ihm. Das haben wir gesehen, als Itachi ihn hochgenommen hat oder mit dem Totsuka-Schwert versiegelt hat. Oder als ihn Hirosen seine Hände versiegelte. Aber alles half irgendwie nichts im Nachhinein. Er kam da irgendwie immer wieder raus. Als zum Beispiel Itachi Orochimaru mit dem Totsuka-Schwert erledigt hat, war das ja auch nur der Orochimaru, der im Fluchmal von Sasuke steckte.
Nicht also der Originale, sondern nur ein Teil von ihm. Man muss also irgendwie schaffen, den richtigen ranzubekommen. Bros, ich sag's mal entspannt, ich habe viele Möglichkeiten, Orochimaru zu besiegen, aber ich wüsste nicht, ob's der richtige ist oder nicht. Da ist der Typ der einzige, wo ich nicht wüsste, wie man ihn endgültig töten könnte. Wenn ihr einen Plan habt, schreibt mal gerne in die Kommentare. Ich rede davon, ihn endgültig zu töten und nicht nur einfach in einem Kampf zu besiegen. Yes, Freunde, das war's mal wieder mit dem Video. Hat euch das Video gefallen, dann würde ich mich mega über ein Like freuen. Habt ihr weitere Videoideen, dann ab in die Kommentare damit. Ich bin raus, ich meld mich. Itachi Kurama bald auch Hokage, echt jetzt, Milio, das ist der Name, weil Itachi die Mentalität wie Naruto, bereit bis ans Ende zu gehen und steh auf zu Nade auf, meisterte alle sechs Pfade, Geister gegangen, Sensei ist tragisch, Schmerzen, wir fliegen davon mit den Raben, ah.